Zurückhaltend war am Mittwochabend zunächst der närrische Nachwuchs in Ganakasee bei der Premiere der Party Dance for Fasching Fans. Erstmals wollte die Gemeinschaft Ganakaseer Vereine mit dieser Faschingsfete Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren eine eigene närrische Feier unter Gleichaltrigen ermöglichen. Erst im Laufe des Abends wurde es aber richtig voll in der Festhalle am Steinacker, in der ansonsten die Büttenabende und der Kinderfasching stattfinden. Für Musik sorgte DJ Timo, für eine bunte Bühnenshow die beiden Garden der Weiß-Pinken und der Weiß-Blauen sowie das Tanztrio der GGV Funken. Außerdem trat die Liveband Black and White der Kreismusikschule auf. Im Foyer zeigte ein Zauberer sein magisches Können.